Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu dieser Medienkonferenz. Wir haben das hier im Hauptbahnhof Zürich gemacht, weil das sehr gut erreichbar ist und für alle pünktlich, weil man keine Parkplätze suchen muss. Leider haben wir jetzt Bescheid bekommen aus der Richtung Basel, Bern. Die könnten nicht rechtzeitig kommen, weil die Züge blockiert sind. Also das nächste Mal machen wir es wieder an einem Ort, wo man mit dem Auto hinkommt. Nun, ich habe diese Medienkonferenz eingerufen, wie ich Ihnen geschrieben habe, weil ich so viele Anfragen hatte für Medienanfragen. Eine ganze Reihe von Zeitungen wünschen ein Exklusivinterview. Also ist das eine besondere Medienkonferenz. Ich habe nicht das Bedürfnis, etwas zu sagen, aber Sie haben das Bedürfnis, mich etwas zu fragen. Sonst hätten Sie ja nicht angerufen. Ich stehe in Rede und Antwort und mache nichts anderes, als ich stehe hier. Ich muss noch sagen, ich kann nicht anders, wie das untergesagt war. Aber ich stehe hier und bin bereit, Fragen zu beantworten und ich gebe Ihnen das Wort. Ja, bitte. Obwohl die Mauer hat in einem Interview gesagt, die SKT solle nicht nur immer Nein sagen, sondern auch Lösungen präsentieren. Sehen Sie hier ein Problem oder hat Uli Maurer recht, hat man zu stark nur immer Nein gesagt, zum Beispiel auch bei der STAF, bei der Steueranbauvorlage? Also, er hat recht, man darf nur immer Nein sagen, man muss manchmal auch Ja sagen, und sehr oft ist das Nein ein Ja, einfach zum Gegenteil. Jetzt er ist Bundesrat und er meint wahrscheinlich, man sollte mehr zu den Dingen Ja sagen, die der Bundesrat möchte, dass man Ja sagt. Das ist die Aufgabe des Bundesrates, der hat recht. Aber die Partei hat eine andere Aufgabe. Sie hat eine Aufgabe, das zum Ausdruck zu bringen, was sie für richtig findet. Und das ist in der Schweiz, hat auch manchmal Nein zu einer Regierung vor. Aber die SVP hat nicht Nein gesagt, so wie am Vorrat. Er hat zwar mit der Mehrheit im Parlament Nein gesagt, aber es ist unbestritten. Diese Vorlage ist ein Murks. Und Sie können eigentlich ein Ja sagen, es ist falsch, ein Nein sagen, es ist falsch. Darum hat die schweizerische Delegiertenversammlung eine Stimmfreigabe beschlossen, bevor sie eine Parole beschlossen hat. Warum ist das so? Sie haben zwei Vorlagen zusammengehängt, nicht der Bundesrat, nicht nur immer. Da mache ich jetzt nicht der Vorwurf, sondern das war eine Bande im Ständerat, die die Vorlagen so zusammengeknüpft hat, dass der Stimmbürger keine freie Stimmabgaben mehr möglich hat. Wenn Sie Ja sagen, also die Schweizerische Delegiertenversammlung, hätten Sie Ja gesagt zu einer wesensfremden Verbindung von Vorlagen. Und wenn das Schule macht, dann können Sie die Demokratie ausschalten. Das wollte man nicht. Man wollte aber auch nicht Ja oder Nein sagen zu einer dieser Vorlagen, weil man das ja nicht kann. Man kann nur zu einem Ja, zu einem Nein sagen. Darum hat die Schweizer Delegiertenversammlung gesagt, wir nehmen hier keine Stellung, wir geben die Stimme frei, weil wir dieses Subtil nicht noch gutheißen wollen. Die kantonalen Parteien sind frei. Ich war in der Zürcher Delegiertenversammlung, da hat die Versammlung klar Ja gesagt, weil es ist auch gekoppelt mit einer kantonalen Vorlage. Also es ist der Fluch der bösen Taten, dass sie fortwährend Neues ausgebären. Das stammt nicht von mir. Können Sie am Pult? Ja. Frau Piller, Sie müssen diktatorischer sein mit mir, ja. Ja. Das ist Frau Piller, wenn Sie dann Fragen haben, meine Mitarbeiter, und dann wenden Sie an sich.
Entschuldigung, ich muss da vor diese Schar vom Mikrofon treten. Ja, ja, bitte. Herr Blocher, wie würden Sie den Zustand von dreieinhalb Jahren vor den Wahlen beschreiben? Gut. Alles gut in Form. Es ist eine Partei mit so vielen Mitgliedern und die Mitglieder sind in einer guten Verfassung, vor allem sind sie sattelfest. Sie schwanken nicht hin und her, was man machen soll, ob man einen Unterwerfungsvertrag mit der EU unterzeichnen soll. Sie sitzen auch nicht auf diese Modeströmung des Weltunterganges durch das Klima auf, sondern sie behalten einen klaren Kopf. Sie ist in den letzten guten Jahren, sie haben wahrscheinlich noch nie so viel über die SVP geschrieben wie seit den letzten Wahlen, gratuliere ich Ihnen, vor allem auch der Fragesteller. Und sie hat so unglaubliche Entwicklung gemacht, dass sie natürlich auch etwas ruhevoll geworden ist. Sie hat auch lieber nicht immer zu arbeiten und so weiter. Das hat sie jetzt auch gemerkt bei den Wahlen, dass sie nicht mehr so gut abgeschnitten hat. Und auch vor allem viele unserer Wähler sind auch nicht an die Urne gegangen. Sind, soweit man feststellen kann, zwei Gründe. Die meisten sagen, es nützt doch nichts, hat sich sehr verschärft. Da dürfte vor allem die Nichtumsetzung der Zuwanderungsinitiative eine große Rolle gespielt haben. Wir bestimmen und sie machen in Bern, was sie wollen. Diese Resignation muss wieder geweckt werden, es muss wieder geweckt werden, damit die Resignation nicht eintritt. Und die Bequemlichkeit wird sich auch wieder ändern, wenn die Wirtschaftslage eine andere ist. Wer hat das gesagt? Der ehemalige Präsident der Zürcher SVP. Nachdem er nicht mehr war? Genau. Ja gut, das hat er vorher nie gesagt. Er hat nicht von einer verschiedenen Welt gesprochen. Ich gehe nicht darauf ein. Wenn jemand seine Stelle verliert, dann ist es selbstverständlich, dass er einen Grund findet, einen guten. Also ich habe nie gehört, er ist auch in den Leitungsgremien der Schweizerischen Partei gewesen. Ich habe nie etwas gehört in dieser Richtung. Aber es gibt in so einer Partei natürlich auch Mitglieder mit verschiedenen Ansichten. Das ist doch, war doch immer so. Denken Sie mal zurück an die Zeit des EWR. Hatten wir den eigenen Bundesrat Dogi, massiv auf der Gegenseite. Und etwa einen Drittel auch auf der Gegenseite. Das ist doch das Natürlichste, das es gibt. Und vor allem bei schwierigen Situationen muss es eine Diskussion geben. Die Stärke der Schweizerischen Volkspartei war stets, wenn ich das anschaue in den letzten 40 Jahren, dass sie die Meinungsverschiedenheiten ausgetragen hat. Und zwar in der Tiefe, nicht einfach so schnell in einem Saal. Denken Sie die Ausrichtung der Partei in den 80er und 90er Jahren. Soll die Partei eine liberal-progressive Partei sein, weil das war damals modern. Wir hatten Leute, die das fanden und die Zürcher vor allem gingen voran und haben gesagt, wir sind eine liberal-konservative Partei und heute sagen das alle Kantonalparteien. Damals war das verschrien. Das war das Ergebnis dieser Auseinandersetzung. Ich bin froh, wenn es ist, aber da können Sie nicht an diesem Boot und können Sie ja nicht aufhängen. Da sucht irgendeine eine politische Plattform. Er ist nicht, der Wechsel in der Führung der SVP Zürich ist nicht aus politischen oder ideologischen Gründen passiert, sondern aus führungsmäßigen. Ja? Sie haben in diesem Zusammenhang gesagt, es geht meist zu lange, bis eine Führung ausgewechselt wird. Wie sehen Sie das in Bezug auf die nationale Partei? Ich sehe doch keinen Grund, warum man die Führung auswechseln soll. In Zürich ist das eine zweijährige Diskussion hinter den Kulissen.
Und das ist eben das Problem meiner Publikumsnähe. Ich gehe sofort zu den Leuten, wenn sie eine Frage stellen. In Zürich war das eine zweijährige Diskussion. Sie ist heftig gewesen nach den Gemeinderatswahlen. Nur hat niemand etwas getan. Ist ja klar, warum. Unangenehm. Gewisse Wahrheiten müssen ausgesprochen werden. In einer Partei ist es öffentlich, bei Firmen ist das einfacher. Da haben Sie die Presseerklärung, können Sie so 10 Jahre früher schreiben. Das heißt, wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt, was ja sowieso nicht stimmt. Aber im Glossenhilfe haben Sie gesagt, in diesem Zusammenhang, das müssen die auch machen. Das könnte man ja so werten, dass Sie... Ja, das ist ja... Jede Partei muss immer schauen, ist sie auf dem richtigen Weg, macht sie alles richtig oder nicht, das ist ja klar. Das macht die Schweizerische Partei auch, so wie ich gesehen habe. Ich bin jetzt dort nicht mehr in dem Führungsgremium vertreten, aber ich habe gemerkt, das machen sie. Und auf die Wahlen sind sie an sich, glaube ich, gut gerüstet. Mindestens haben sie mit dem Slogan frei und sicher genau das getroffen. Nämlich jetzt geht es ja um die Zerstörung der Freiheit von zwei Seiten. Die einen, das ist die ernsthaftere, weil Politiker, die in die EU drängen und die uns an die EU anbinden wollen, diesen Unterwerfungsvertrag, genannt Rahmenvertrag, unterzeichnen wollen. Das ist natürlich ein massiver Eingriff in die Freiheit der schweizerischen Bürger. Und das andere, ich bezeichne es mehr als eine Modeerscheinung, das sind die Interventions-, Steuererhöhungs-, Benzinpreiserhöhungen, die Erhöhungen von Heizkosten, bis zum, was Leute essen sollen, dürfen, können und welche Heizung man noch brauchen kann. Das ist unter dem Titel der Klimaerwärmung oder der Klimakatastrophe. Unter diesem Deckmantel kommt das. Über die Maßnahmen wurde bis jetzt möglichst nicht gesprochen von grüner und grünliberaler Seite, sondern nur, wir sind gegen eine Klimakatastrophe. Und da können Sie ja niemanden finden, der für eine Klimakatastrophe ist. Ja. Sie haben vorhin erwähnt, dass es zwei Gründe gibt aus Ihrer Sicht für die Wahlniederlage, das eine sei die Resignation und das andere die gute wirtschaftliche Lage. Jetzt, das ist im Umkehrschluss ein bisschen ein Dilemma für die SVP, kann sie keine Wahlen gewinnen, solange es der Schweiz gut geht. Erstens, falls Sie meine Tätigkeit verfolgt haben in den letzten 40 Jahren, habe immer betont, es ist nicht die Aufgabe einer Partei, bei den Wahlen zu gewinnen. Das ist Dekadenz. Einer meiner Alves-Goethe-Reden trägt den Titel in der Frühzeit: Themen statt Püstchen. Und wenn man nur das macht, womit man Wahlen gewinnt, springt man etwas nach, das sehr verwerflich sein kann. Ich bitte Sie, die weltwirtschaftlichen und europäischen Bewegungen der letzten 50, 60, 100 Jahre anzuschauen, wo ein Großteil der Wähler in eine falsche Richtung lief und die Politiker auch auf dieser Seite gestanden ist, weil es populär war, bis zu ganz verheerenden politischen Entwicklungen. Das gilt auch hier. Wir haben, wenn ich so grob analysieren will, die letzten Wahlen aus so ganz oberflächlich aus zwei Gründen verloren. Erstens, wir haben dieser Klimakatastrophen Walze, die natürlich mit sehr viel Wohlwollen von Presse, Radio, Fernsehen unterstützt worden ist.
wenn ich denke an die vielen Interviews, die Grüne, Grünliberale bekommen haben, weil sie eben auf dieser Welle ritten, denen hatten wir jetzt nichts entgegenzusetzen. Es ist ja auch wie eine Glaubensfrage, es ist eine es ist wie wenn eine Religion etwas verkündet und sie wollen sagen, das stimmt nicht, da sind sie machtlos. Müssen sie einfach warten. Es geht auch wieder vorbei. Das ist das eine. Das zweite ist, das ist unsere eigene Sache. Wir haben, also wenn ich jetzt an Zürich denke, hier waren wir einfach schlecht vorbereitet in der Parteiarbeit. Und wenn die Parteiarbeit besser gewesen wäre und das Resultat ein anderes, das weiß ich nicht. Zur guten wirtschaftlichen Lage. Ich bitte Sie auch wieder zurückzuschauen. In wirtschaftlich guten Zeiten wählen die Wähler eher links. In schlechten Zeiten wählen sie nicht links. Warum? In guten Zeiten ist viel Geld vorhanden, das sehen Sie ja überall. Staatskassen und so weiter, können bis zu den Managerbonus gehen und so weiter. Da kann man Geld verteilen. Das ist die Zeit derjenigen, die Geld holen und verteilen wollen. In wirtschaftlich schlechten Zeiten geht es um Arbeitsplätze. Geht es um, haben die Leute zu essen, haben die Leute zu trinken, haben die Leute die Möglichkeit, eine Familie über die Runde zu bringen. Und in guten Zeiten scherbelt das. Ich gehe zurück auf Zeiten, die ich erlebt habe. 1974 war das höchste Jahr der Gefühle, was Konjunktur anbelangt. Ich erinnere Sie daran, damals musste man Kredite einschränken, den Unternehmen verbieten zu bauen. Man hatte die Fremdarbeiterkontingente gestoppt und so weiter, um die Konjunktur zu senken. Und dann brach, wie es immer so ist, die Konjunktur zusammen. Das ging so, ab 76 merkte man das. Und im Jahre 75 haben die bürgerlichen Parteien samt und sonders verloren. Wir auch. Wir auch. Das war die Zeit, als ich angefragt wurde, die Zürcher SVP zu übernehmen als Präsident. Weil wir wussten nicht mehr recht, was zu machen ist, denn wir haben bei den Nationalratswahlen gesamtschweizerisch 9,9% gehabt. Und höre heute noch den Parteipräsidenten der SP, Herr Hubacher, es fragt sich, ob eine solch kleine Partei noch einen Sitz im Bundesrat haben sollte. Und damals wurde ich Präsident. Ein Mensch wie ich wird nur in einer ganz schwierigen Situation Präsident. In guten Jahren wählt man nicht solche Leute, dann will man harmonischere Figuren, nicht wahr? Und wir haben damals die Weiche gestellt. Wir sind eine liberal-konservative Partei. In heftigen Auseinandersetzungen, innerparteilich. Die Führung der Berner, nicht die Basis, aber die Führung der Berner wollten in die Gegenrichtung, weil die Linken gewonnen haben, nach links. Die Freisinnigen öffneten sich später auch auf diese Seite und sie haben seither die Flügelkämpfe. Sie können es den Linksliberalen und den traditionellen Freisinnigen nicht mehr recht machen. Am Anfang schenkt das noch etwas ein. Aber sie haben nachher viele der ehemaligen Freisinnigen verloren. Die sind zum großen Teil auch bei der SVP, weil sie diese Linie nicht mehr mitmachen konnten. Da sehen Sie einfach die Entwicklungen, wie sie da sind und immer in heftigen Auseinandersetzungen. Dann kann natürlich die Frage des EBIT-Mehrwert, die Frage der Unabhängigkeit, der Selbstständigkeit,
soll man diesen Kolonialvertrag Ewer, das war schon die erste, war ein Kolonialvertrag gutheißen oder nicht. Und die Schweizerische Volkspartei hat dies allein gegen alle Widerstände getan. Und dann ist sie auch dann stark gewachsen, neue Parteien in neuen Kantonen und so weiter. Und jetzt ist sie an einem Höhepunkt angelangt. Und wenn Sie meine Interviews genau lesen, ich habe damals nach den Wahlen gesagt, das ist gefährlich. Auf diesen Höhepunkten kann es eigentlich nicht mehr hinaufgehen, sondern eigentlich nur noch hinab. Das ist meine große wirtschaftliche Erfahrung. Ich habe immer bei jedem Unternehmen nur Angst gehabt, wenn es gut ging, nie wenn es schlecht ging. Ja, also ja. Ein anderer. Einer oder eine andere. Sehen Sie, Ihre Beschreibung ist nicht ganz richtig. Ich gebe zu, am Anfang, als man die Partei neu ausrichten musste, es war eigentlich nicht neu, es war eigentlich zurück zum Ursprung, Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, nicht wahr? Am Anfang war ich die treibende Kraft, gebe ich zu. Aber nicht allein, aber es braucht ja dann eine Lokomotive. Aber dann haben wir zunehmend starke Persönlichkeiten und wir haben es auch heute wieder, diese Persönlichkeiten. Und jetzt, was geschieht nach dem Tod? Es kamen immer neue Menschen und die Welt geht weiter, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Ja, das ist Albert Dankers große Botschaft. Es geht irgendwie weiter. Einer hat mir geschrieben, sie standen immer da wie eine Eiche. Was passiert, wenn die Eiche fällt? Habe ich geschrieben, es kommen viele neue Eichen. Die hatten bisher vielleicht keinen Platz, weil es zu viel Schatten hatte. Ja. Also zuerst ist zu sagen, das Haupt, Sie müssen ja ein Dach haben. Was ist die Hauptgefährdung in unserem Land? Das ist immer die Frage. Und zwar schauen wir nicht auf einen Sorgenbarometer, der ja je nach Strömungen so oder anders ist. Die Freiheit, das ist unser höchstes Gut, wird massiv eingeschränkt, wenn die Linken, dazu gehören natürlich die Grünen sind ja noch linker als die SP. Ja? Die SP haben immerhin noch Gewerkschaften, die kennen wenigstens noch die Arbeiter, die von der Arbeit abhängen. Also wenn die linke Seite gewinnt und die Bürgerlichen, gewisse Bürgerlichen nachgeben, das ist immer die Gefahr, wenn einer gewinnt, dann wird die Freiheit massiv eingeschränkt. Und wo? Erstens, beim Rahmenabkommen, bei einem Abkommen, das man unterschreiben will, welche der Schweiz den Gesetzgeber wegnimmt und verlagert in die EU. Dann können sie die Zukunft nicht mehr bestimmen. Das ist das Wichtigste. Es wird jetzt möglichst heruntergeschrieben, damit es vor den Wahlen kein Thema wird. Aber das wird uns in den nächsten 4 Jahren kommen. Das müssen wir klar thematisieren, auch wenn man so sagt, das ist kein Thema mehr. Zweitens, das Neuwieder war schon zweimal da. Also die Weltuntergangsstimmung durch das Klima ist nicht neu. Die letzte war in den 80er Jahren. Das ist der große Vorteil des Alters, dass man sich erinnern kann an etwas, man hat Erfahrung. Damals war das Waldsterben im Vordergrund.
Und das war also viel schlimmer als heute, diese Gegenrichtung. Ich habe von einer Zeitung des Tagesanzeigers damals, an einem Sonntagmorgen, stand eine so große silbrige, war also nicht echt Silber, aber war also Jahrmarktsilber, eine Statue, der Dreckpreis für Christoph Blocher. Und das war ein Skelett, mit wo das Fleisch und alles, die Haut drunter hing. Und warum habe ich das verdient? Weil ich im Parlament gesagt habe, wo ist der tote Wald? Einfach zum Sagen, wie die Zeit war. Am Nachmittag des gleichen Sonntags läutete ein Förster bei mir und brachte mir in einem Blumentopf ein kleines Tännchen. Ob ich nicht so gut wäre, dieses Tännchen setzen würde, aber Voraussetzung ist, dass wir endlich unsere Lebensweise ändern. Dann habe ich ihn gebeten, ins Haus zu kommen, hinten hinaus in den Garten, und habe ihm eine junge Tanne gezeigt, 10-jährig. Schauen Sie mal diese Triebe. Diese Tanne hat alle diese Triebe diesen Frühling ausgeschlagen. Hat er gesagt, das ist typisch. Das sind die Angsttriebe. Bevor die Bäume untergehen, gibt es Angsttriebe. Die Tanne steht also heute noch und hat also seit 1987 Angsttriebe jeden Frühling. Jeden Frühling, und ich hoffe, dass sie noch lange Angst hat. Diese Sache ist zusammengebrochen. Warum? Weil es gab keinen toten Wald. Ich bin mit dem damaligen Präsidenten der SVP, Herr Ullmann, Kanton Thurgau, ist, weil wir das Bundesamt in Bern gesagt haben, im Ottenberg findet man toten Wald. Wir gingen den toten Wald suchen. Wir fanden ihn nicht am ersten, es war ein Samstagmorgen. Dann hat er dem Gemeindepräsidenten von Weinfelden angeläutet, ob er nicht den Förster schicken könne. Der Förster kam und hat gesagt, den gibt es hier nicht. Vielleicht auf der anderen Seite gegen den Untersee. Da habe ich gesagt, dann müsst ihr das aber sagen. Hat er den Kopf geschüttelt. Uns ist es recht, wenn man sich den Wald annimmt. Aber die Presse, haben wir der Presse mitgeteilt, niemand hat das geschrieben, weil das wollte man nicht hören. Und dann 87 haben wir auch alle verloren. Die Grünen haben damals, so viel ich weiß, 18 Mandate gewonnen, also große Sprünge. Und war bereits kein Thema mehr 4 Jahre später, weil 1989 ist die enorme Hochkonjunktur, die damals war ebenso verrückt wie im 74, zusammengebrochen. Dann kam die Rezession und dann war es wieder vorbei. Und jetzt haben wir wieder eine, jetzt kommt sie wieder. Sie ist ja international, es ist also nicht nur in der Schweiz. Also Deutschland ist hier ganz, ganz abgefahren. Dann müssen wir halt warten, bis die Euphorie etwas vorbei ist. Würden Sie sagen, in 4 Jahren redet niemand mehr über den menschgemachten Klimawandel? Wie? In 4 Jahren spricht niemand mehr über den Menschen. Das weiß ich nicht, wie lange es geht, kann ich Ihnen nicht sagen. Man wird sicher noch sprechen davon. Wie lange hat man vom Ozonloch gesprochen? Wie lange vom Waldsterben? Und es sind immer Weltuntergangsszenarien. Das ist schlussendlich auch eine Lebenseinstellungsfrage. Und da frage ich mich auch, also ich bin ja Vater von 4 Kindern und 12 Enkeln. Ich sage meinen Enkeln, ihr müsst keine Angst haben, die Welt geht nicht unter. Die brauchen diese Gewissheit, nicht die Gewissheit, was haben sie da geschrieben? Damit man uns nicht die Zukunft klaut. Also denen wird eingeredet, sie haben keine Zukunft mehr. Also so eine Kindererziehung kann ich nicht verstehen. Aber das ist eine Religionsfrage. Es gibt ja auch religiöse Gemeinschaften, die den Weltuntergang dauernd voraussagen. Allerdings, die sind noch ehrlich, sie datieren ihn. Dann kann man ihn kontrollieren. Wenn Sie die Analogie mit dem Wald
Nein, da glaube ich nicht. Also, ich mische mich nicht in diese pseudowissenschaftlichen Diskussionen ein. Ich gehe mal davon aus, dass der Klimawandel, also unsere Gletscher gehen jetzt zurück. Das sieht man ja, oder? Und das ist wahrscheinlich, weil es wärmer ist. Aber ja, keinen anderen Grund als zurück, wenn man schmilzt, muss es ja wärmer sein. Nehmen wir mal an, das sei von uns gemacht mit CO2 auf der ganzen Welt. Und das ist nun eine einfache Geschichte. Das kann die Schweiz, wenn sie auf überhaupt kein CO2 ginge, überhaupt nicht ändern. Ist nicht möglich. Also es hat ja verschiedene Berechnungen, wie viel würde das die Steigerung 0,01 Grad sein, wenn das die Schweiz alles machen würde. Aber ich weiß ja nicht, und es ist ja hoch umstritten, ob es selber gemacht ist, oder wir haben ja immer Zeiten gehabt, wo die Gletscher wachsen und Zeiten, wo sie zurückgingen. Ich war vor, es ist jetzt 20 Jahre her, stand ich über dem Aletschgletscher. Unterhalb des Aletschgletschers, dort wo der Gletscher sich schon zurückgezogen hatte, waren alle paar hundert Meter ein Gebethäuschen in der Richtung des damaligen Gletschers. Und ich habe gefragt, warum stehen dort solche Gebetshäuschen? Das war aus der Zeit, 19. Jahrhundert, als der Gletscher dauernd wuchs und die Leute dort immer, wo der Gletscher angekommen war, ein Gebethäuschen machten, um zu beten, dass der Gletscher nicht mehr weiter wächst. Haben wir gehört, letztes Jahr diese Häuser abgebrochen, was ich eigentlich nicht gut finde. Denn sie sollten diese Gletscher, diese Häuschen stehen lassen, um zu zeigen, es gab auch andere Dinge. So, und jetzt, wenn das nicht möglich ist, und jetzt kommen die Maßnahmen. Was sind denn die Maßnahmen, die man den Menschen aufzwängt? Es sind vor allem große Lasten für die Bevölkerung. Ich gehe auf das aktuelle Programm. 20 Rappen Benzinpreiserhöhung. Das ist also nicht eine Erfindung, das ist in der Vorlage des Bundesrates zum Energiegesetz. Was bedeutet das für Leute, die auf das Auto angewiesen sind? Natürlich in der Stadt Zürich, da hält ja das Tram vor der Haustür und sie können mit den Hausschuhen wahrscheinlich einkaufen gehen und sie haben wunderbare Verkehrsverbindungen und so weiter. Ich erinnere an die Vorgänge in Paris. Mir hat einer geschrieben, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber es tönt auf jeden Fall plausibel, der wohnt einige hundert Meter von Präsident Macron entfernt. Und der hat mir geschrieben und gesagt, weil er hat mir in einem anderen Zusammenhang geschrieben, ich kenne ihn aber nicht, das ist so ein Sympathiebrief, ja, wenn wir nur auch einen hätten in Frankreich und so weiter. Er hat mir geschrieben, ich muss jeden Tag mit meinem kleinen Cameo auf den Markt. Und jetzt sage ich Ihnen, was das für mich bedeutet, 10 Cent. Das ist aber nicht 20, sondern 10 Cent Benzinpreiserhöhung. Und der Macron steht hin, kurz bevor er es bekannt gegeben hat, dass man das erhöhen will. Hier, la France rettet die Europäische Union. C'est la grande nation, welche das zusammenhalten kann. Und wir werden dafür sorgen, dass das Pariser Protokoll eingehalten wird. Darum muss ich 10 Cent mehr bezahlen für den Treibstoff. Und er hat darunter geschrieben, wir müssen heute leben und nicht erst 2050. Darum gehe ich als Vater von 3 Kindern, als Gewerbetreibender zu den gelben Westen auf die Straße. Das ist kein Krimineller. Und Sie sehen ja auch die Ernsthaftigkeit solcher Maßnahmen. Was macht Herr Macron?
14 Tage später. Er macht es rückgängig. Ja, wenn das ja so wahnsinnig notwendig wäre, um den Weltuntergang zu retten, hätte er das doch nicht rückgängig machen dürfen. Und gegen diese Maßnahmen müssen wir uns wehren, auch von der Partei, standhaft und klar sagen, wen trifft das? Wenn ich auf den Ursprung der Partei gebe, das Gewerbe, SVP seit 70 Jahren, schreiben wir unten auf SVP, die Partei des Mittelstandes, den trifft es. Und das ist jetzt nur das Benzin, dann kommen die Heizkosten, 1400 Franken, wenn alle die Maßnahmen gemacht sind. Dann die Landwirtschaft, die kommt jetzt unter Druck. Am Schluss kaufen sie die Preise, die Sache im Ausland. Dann die verschiedenen Energieträger. Was kostet das? Kopflose Maßnahmen. Wir sind für saubere Luft, sauberes Wasser und saubere Erde. Machen wir immer. Was haben wir alles gemacht in den letzten 40 Jahren? Schauen Sie mal, was hier jetzt alles in der Innovation ist. Wer hat die Elektroautos entwickelt? Nicht die Grünen, sondern das hat die freie Wirtschaft macht das. Oder als ich Student war, haben wir demonstriert, ich war leider auch dabei, und gesagt, in 20 Jahren werden wir im Kanton Zürich nur mit Gasmaske leben können, wegen der Verschmutzung des Sees. Wir waren auch dieser Überzeugung. Wir haben heute alle Gewässer gereinigt, alles gemacht. Meine Kinder badeten 15 Jahre später im Zürichsee. Sie sehen, aber unabhängig, ob es das Klima getroffen wird oder nicht, es ist sicher besser saubere Luft und sauberes Wasser. Das ist unsere Botschaft. Wir wollen nicht, dass unsere Leute geschingert werden mit einer Sache, die im Ganzen aber auch nichts nützt. Ja. Also unsere Bauern sind nicht so dumm, dass sie darauf einfallen. Natürlich, wir haben ja nichts gemacht. Also wir waren nicht gegen eine Rauchgasreinigungskontrolle. Nicht, dass man die Auto kontrolliert. Also unser Kollege Walter Frey war der Erste, welcher Auto einführte mit Katalysatoren. Bevor sie vorgeschrieben waren und so weiter. Jetzt habe ich letzte Woche gelesen, ein SVPler, kenne ich gut, Lehmann aus Bern, der hat gesagt, ich entwickle ein Verfahren, um CO2 in der Erde einzubinden. Da ist doch das, was, also ich weiß nicht, ob es etwas ist, da müssen Sie mich aufpassen, ich kann nicht für dieses Verfahren reden, wenn ich es nicht geprüft habe. Aber der macht doch etwas. Aber ohne, dass er unter Druck gesetzt wird. Und wir appellieren an die Selbstverantwortung und dann gibt es gewisse Höchstwerte, die man erlassen muss für Ausstoß und so weiter. Aber Sie müssen nicht den Leuten vorschreiben, was sie zu essen haben. Das ist ja ein Trend. Deutschland hat eine Grüne gesagt, dürfen auch keine Kinder mehr haben, ist klar. Wenn sie das Leben vernichten, gibt es auch kein CO2 mehr. Also, stimmt ja nicht einmal. Ja, vielleicht noch, habe ich Sie richtig verstanden, Sie würden sagen, Albert Rösti ist unbestritten, er macht gute Arbeit. Ja? Sagen Sie, was macht er falsch? Er ist ein anderer Charakter als Toni Brunner gewesen ist. Jetzt können, das ist eben der Vorteil bei diesen Supertypen in der SVP, können sie die untereinander vergleichen. Bei den anderen Parteien mit den grauen Mäusen sind alle gleich gut.
Ja, von neu aus. Eine Frage habe ich noch. Sie haben gesagt, also bei Neubauer, in den 80er Jahren, als das Waldsterben die politische Diskussion prägte, hat die SVP reagiert mit einem Hilfslaufplakat. Sie hat eine ziemlich aggressive Gegenkampagne gefahren, ziemlich erfolgreich. Man hat ja. Die Verluste waren nicht so stark wie. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob diese, das war eines der besten Inserate, die wir hatten. Vielleicht das Inserat, das haben wir den Linken und den Netten zu verdanken, mit dem Messerstecher, war vielleicht noch etwas besser. Der hat die Sache auf den Rund gebracht. Aber es ist heute auch wieder so. Sie müssen einmal schauen, was in diesen grünen Parteien. Und da möchte ich da diese Kritiker raus, also die da sagen, wo da Leute Geld verdienen. Kritisieren Sie es nur da, diese Manager, das ist mir gleich. Aber schauen Sie mal, wo diese Grünen, in welchen Freunden die hocken. Ich habe letztens mal nachgeschaut, die Mühe genommen, Herr Nordmann. Das ist ja unglaublich, was die da für Futterkrippen haben. Ohne, dass wir es merken. Und das ist auch ein Filz. Jetzt, ob man den braucht mit einem Filzlausinserat, also habe ich es nicht studiert. Aber sie müssen es irgendwie zur Geltung bringen. Und dieses Inserat hat es zur Geltung gebracht. Das war ein außerordentlich umstrittenes Inserat. Auch in unseren eigenen Reihen. Wir haben gesagt, wir müssen mit denen wieder in den Gemeinderäten zusammenarbeiten. Was ist dann da, sage ich. Ja. Ihr müsst nur sagen, das ist der Blocher, der verrückt sich, der so Zeug macht. Damit sie etwas zum Druck wegkamen. Aber es hat natürlich eingeschlagen, das ist richtig. Und es hat die Sache sensibilisiert. Das ist da die Aufgabe der Werbung, die Sache zur Sprache zu bringen. Krass, provokativ, kommt von Hervorrufen, provokare. Ja, Herr Raschwand. Herr Blocher, Sie haben es gesagt, Sie sind jetzt seit 40 Jahren aktiv. Die SVP spielt auch europäisch eine Vorreiterrolle. Es gibt Parteien, die sich an Ihnen ein Beispiel nehmen. Wie bewerten Sie, dass Sie das jetzt vor allem für die AfD zum Vorbild geworden sind und da auch gewisse Verknüpfungen zwischen SVP-Mitgliedern und AfD-Vorbildern bestehen? Also von diesen Mitgliedern ist mir nichts bekannt. Sagen Sie Namen. Es gibt immer wieder, also der Roger Köppel taucht in diesen Kreis. Ja, das habe ich erwartet auf dieses. Herr Segert ist unser Werbebüro und ich habe gehört, dass er auch für die AfD Inserate macht. Habe ich doch nichts dagegen. Soll er doch machen. Herr Köppel, das ist der Rufmord par excellence, habe ich nämlich abgeklärt, wie weit wir sind. Ich habe immer gesagt, wieso wird er nicht eingeladen an Fernsehen bei Diskussionen über den Rahmenvertrag? Er ist jetzt Präsident des Komitees, das ich präsidierte bis Anfangsjahr und auch gegründet habe. Und dem es zu verdanken ist, dass überhaupt dieses Rahmenvertrag ein öffentliches Thema geworden ist. Warum wird der nicht eingeladen? Da hat mir einer gesagt, ja, der hat Verbindungen zur AfD. Man hat ihn gesehen, wie er in Chemnitz war, an den Demonstrationen. Zufällig weiß ich die Geschichte. Er hat mir am Freitag, hat mir Herr Köppel gesagt, er geht nach Berlin. Er überlege sich, ob er nicht einmal an eine solche Auseinandersetzung gehen sollte, als Journalist nach Chemnitz. Das hat er gemacht und auch geschrieben und hat auch die Hintergründe aufgezeigt und dort natürlich mit allen gesprochen. Ist ein Journalist. Und jetzt sagt man, der hat Verbindungen zur AfD. Was er gar nicht hat. Er redet mit AfD-Leuten, wenn er ein seriöser Journalist ist. Ich auch, aber wir haben keine Verbindungen. Ich möchte mich nicht von Ihnen distanzieren noch verbinden.
Ich habe in der Partei immer gesagt, macht nicht gemeinsame Sachen mit ausländischen Parteien. Wir wissen nicht, wohin die laufen. Die haben auch ein anderes Interesse als wir. Wir sind dagegen, dass die Schweiz der EU beitritt. Und das ist ein schweizerisches Problem. Und darum habe ich, Herr Aschwanden, Sie mögen sich vielleicht erinnern, in einer Arena-Sendung wollte man mir plötzlich, ohne mich zu fragen vorher, ein führendes Mitglied der AfD, wie heißt der Herr Rau? Wie? Gauland. Ja, Gauland, neben mich hinstellen. Dann habe ich gesagt, was ist da los? Dann sagte der Gesprächsleiter, ja, wir haben doch gerne eine ausländische Stimme auf Ihrer Seite. Dann habe ich gesagt, dann gehe ich heim. Ich brauche keinen Deutschen, der mir als Schweizer sagt, was wir in der Schweiz zu tun haben. Ich kenne auch Herr Gauland nicht, bis dahin kannte ich ihn nicht. Und er musste dann den neben die Sozialdemokraten stellen auf die andere Seite. Aber nicht, weil ich etwas gegen ihn habe, sondern wir wollen keine solchen Verbindungen. Und die AfD, also das ist eine Partei, die gewählt wird in Deutschland, kann man ja schauen und kritisieren. Aber da muss ich Ihnen sagen, was hier in Deutschland abläuft und was in der Schweiz gewisse Medien auf der rechten Seite auch tun, eine Partei so zu verteufeln, das kann ich Ihnen sagen, das bringt dieser Partei viel Erfolg. So geht man nicht miteinander um. Aber ganz am Anfang, die Frau Merkel gehört, mit solchen Leuten spricht man nicht. Ich rede in der Schweiz mit allen, sogar mit denen in der Reitschule, das habe ich da bewiesen, ganze Stunde in einem Universitätssaal. Es ist, aber deswegen bin ich nicht auf der Seite derer. Aber sprechen müssen wir mit allen. Und da bitte ich, Herr Aschwanden, solche Unterschiebungen vielleicht doch zu unterlassen. Sie sind nicht schweizerisch. Und das sollten wir eigentlich auch behalten. Und ich weiß auch, es hat auch immer Zeiten gegeben, wo man gesagt hat, mit Blocher spricht man nicht. Dann hatte ich freies Feld. Aber es war auch ungeschickt. Ja, okay. Vielleicht würden Sie Ihre Rolle in der SVP Schweiz beschreiben. Sind Sie immer noch, wie es manchmal heißt, in den Medien so der Spiritus Rector oder sind Sie ein einfaches Parteimitglied? Also ich bin ein einfaches Parteimitglied, aber als Altbundesrat und als Altnationalrat sitzen wir in den Vorständen der Schweizerischen Parteien, der kantonalen Parteien. Ich gehe in der Regel nicht an die Sitzungen, aus bekannten Gründen, weil damit die Fixierung auf eine Person, die darf man nicht vorantreiben. Ich bin vielleicht am ehesten, sagt man, den älteren Statement, nicht wahr? Der ältere Berater, der seine Erfahrung bringt, wenn sie gewünscht wird. Also Zürich war vielleicht ein klassisches Beispiel. Wer kann helfen, diese undankbare Aufgabe zu übernehmen? Die Führung, wir wollten sie eigentlich nur verstärken, aber dann sind die zurückgetreten, weil sie die zwei Erfordernisse nicht erfüllen konnten. Die nötige Zeit, um die Arbeit zu machen, und nicht auf die Nationalratsliste, um die Interessenkonflikte zu beseitigen. Und das muss ja jemand machen. Ich war aber nicht allein. Ich habe auch nichts befohlen. Wir haben eine auftragsgemäß, Vorstand hat 70 Mitglieder, er hat einstimmig beschlossen, dass man das macht, schnell, weil wir sind schon ein halbes Jahr in Zürich hinterher mit den Wahlvorbereitungen. Und wir haben dann den Antrag gestellt auf diese Ad Interim-Führung, wie sie jetzt ist. Und dann hat der Vorstand mit allen zu zwei Stimmen gesagt, das machen wir. Und dann den Antrag gestellt an die Delegiertenversammlung. Die war etwas schlecht geleitet und etwas chaotisch. Aber sie hat mit 240 zu 45
Stimmen dem zugestimmt. Also demokratischer geht es nicht mehr. Aber ich gebe zu, dorthin zu stehen und das zu sagen, das ist vielleicht die Aufgabe eines Älteren, Erfahrenen, und er braucht natürlich auch ein gewisses Vertrauen in der Basis. Dass man sagt, ja, also, der will ja sicher nicht nochmals in den Nationalrat und wegen sich macht er es nicht und dann geht es. Solche Aufgaben gab es immer und sind auch immer gemacht worden. Ja? Ja, Herr Block, eine andere Rolle, die Sie in den letzten Jahrzehnten auch hatten, war die des eines der Finanziers der SVP, jetzt im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen im Herbst, sind Sie da auch wieder mit finanzieller Unterstützung dabei in diesen Wahlen? Also zuerst muss ich Ihnen sagen, ich habe den, weder der Zürcher Partei noch der Schweizerischen Partei je Geld gegeben. Die Parteien, habe ich immer gesagt, die müssen sich selbst finanzieren, schon auch mit, aber nicht von uns, sonst werden sie abhängig. Zweitens, was ich gemacht habe, namentlich bei Abstimmungskämpfen, habe ich geholfen finanziell. Am meisten damals beim EWR-Abstimmung. Ja, so viel ist mir die Freie Schweiz wert. Und ich werde das wahrscheinlich auch wieder tun beim Rahmenabkommen. Aber auch bei anderen Abstimmungen. Wir haben ja noch dieses Jahr dann die Begrenzungsinitiative, weil eine Beschränkung der Freiheit und übrigens auch der starken Umweltbelastungen ist natürlich die Zuwanderung. Wir haben etwa 1,3 Millionen mehr Leute in den letzten 20 Jahren. Ein Mensch, der lebt, der verursacht CO2 oder Abgase, Abstoffe, das ist ja klar. Das ist ja so. Und dort gibt es auch wieder Abstimmungen. Wie weit ich bei den Wahlen mithelfe oder nicht, das weiß ich noch nicht. Es geht alles pragmatisch. Ich nehme an, nicht. Ich habe nie über Beträge gesprochen. Ich habe auch viele, viele gemeinnützige Beträge gesprochen, aber nie darüber gesprochen. Das habe ich aus meinem Elternhaus. Über Spenden spricht man nicht. Ja, weil die Gefahr ist da groß, dass sie es nur machen, weil sie ein Gutmensch sein wollen. Also. Und Sponsoring mache ich sowieso nicht. Sponsoring sind Werbeausgaben, ne? Ja, ja, bitte. Die Parteispitze, die gegenwärtige, unterscheidet sich sehr stark von großen Teilen der Basis. Mit welchem Programm wollen Sie das zusammenbringen? Also wenn ich an die Parteispitze, an die Schweizerische jetzt denke, oder? Haben Sie zu oberst, also eigentlich zu unterst, im Parteileitungsausschuss. Da drin sitzt, wenn ich jetzt schaue, was, mit der Rösti. Wo kommt der Rösti her? Ist ein Agronom, Landwirtschaftslehrer, war Direktor des Schweizerischen Milchproduzentenverbandes. Ich würde eigentlich meinen, gehört eher zum landwirtschaftlichen Flügel, oder? Dann haben Sie Herr Eschi, der kommt aus dem Kanton Zug, der gehört zu den zum Dienstleistungsgewerbe, oder? Dann haben Sie dort drin als Vizepräsidentin meine Tochter. Sie kommt aus, von der regionalen Vertretung will ich jetzt nicht reden, sondern sie kommt aus dem Bereich der Industrie, ist im Parlament die einzige Exportunternehmerin, also diejenige, die das Unternehmen gehört und auch führt, und zwar erfolgreich. Dann haben Sie dort Herr Detlin, ein Bergbauer aus Einsiedeln. Dann haben Sie Frau Solberger, Malermeisterin, deinem eigenen Malergeschäft aus dem Kanton Basel-Land. Und jetzt habe ich noch den Herr Amstutz, der Leiter des Betriebs. Er ist ein Gewerbler, er hat eine Firma, die
die Bauherren unterstützt beim Bauen. Ich weiß nicht, wo die einseitige Vertretung sein soll, die die Presse hinschreibt. Sie würden meinen, wir sollten nur ein paar Bergbauern haben. Die haben wir auch und die vertreten wir auch. Also, so ist das zusammengesetzt. Jetzt gehe ich in die Parteileitung, in den Vorstand. Da können Sie dann sehen, wir haben nicht zu wenig Bauern. Wir brauchen auch nicht nur Bauern, aber wir haben Bauern. Wir vertreten die Landwirtschaftspolitik standhaft, auch diejenigen, die nicht Bauern sind. Aber sie haben insofern vielleicht etwas im Kopf. Die heutige Politik zeichnet sich auch durch eine Sprache, die die meisten Leute nicht mehr verstehen. Wir reden ein Politdeutsch und ein Politfranzösisch und Polititalienisch. Die Leute verstehen es einfach nicht. Weil wir Begriffe haben, Rahmenabkommen, die werden ja alle geprägt in der Verwaltung, oder? Institutionelles Abkommen. Wer weiß schon, was das ist? Und Sie schreiben das auch noch. Bis vor kurzem musste in jedem Journalistenartikel das Wort Narrativ vorkommen. Es gibt ein wunderbares deutsches Wort, Erzählung. Aber warum schreiben da alle Narrativ? Ich kann Ihnen sagen, ich habe es so abgecheckt, 90% der Leute wissen nicht, was das ist. Und so ist es auch in der Politik. Und hier müssen wir aufpassen, mit dem zunehmenden Berufsparlament in Bern reden auch die Politiker so. Ich habe ja eine wöchentliche Telesendung, Teleblock, das größte Fernsehen der Welt, das man auf der ganzen Welt in Mundart empfangen kann. Und da muss ich mich immer so anstrengen, nochmal zu reden. Und die Hauptechos der Leute, die das schauen und schreiben, ist, wir verstehen sie. Sie sind nicht einmal politisch, ob sie gleich, aber wir schauen, weil wir sie verstehen. Und das ist vielleicht auch in unserer Partei etwas in den Hintergrund gedrängt worden. Sie reden wie Parlamentarier, wie Berufspolitiker, und da muss man aufpassen. Ja? Es gab ja Kritik, leider wurde sie anonym geäußert, auch von SVP-Fraktionsmitgliedern. Es gibt so Quereinsteiger wie Roger Köppel oder auch ihre Tochter, die würden jetzt quasi, die seien jetzt die Taktgeber, hätten große mediale Resonanz, anstatt die stillen Schaffer. Und vielleicht hätten auch die Basis die gewährt. Sehen Sie hier einen Graben, ebenso zwischen den Taktgebern, oder sind das vielleicht die Leute, die sich anonym melden, sind das jene, die es immer gewusst haben, die auf der Erfolgswelle mitsurfen, aber jetzt aus dem Busch herauskommen, zwar immer noch in Deckung gehen und so solche Kritik formulieren? Also ich kenne die Leute nicht, sonst könnte ich es bei Ihnen sagen, bei jedem, der Ihnen gesagt hat, wo der Grund liegt. Aber ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber, jetzt wissen Sie, das war doch immer so in der Partei. Es gab immer solche, die sagten, andere stehen mir vor der Sonne. Die beiden Quereinsteiger, Köppel und Martullo Blocher, die haben sich nicht gemeldet. He? Die sind nicht gekommen und haben gesagt, könnten wir zu euch kommen auf die Nationalratsliste. Sondern die hat Toni Brunner, nicht ich. Toni Brunner hat die in Wochen bearbeitet, jetzt zu kommen und auf die Liste zu gehen. Wir brauchen auch neue Zugpferde. Und es sind auch Zugpferde. Sind also nicht, sie sind nicht im Schlafwagen. He? Das stört diejenigen, die anderen, die im Schlafwagen sind. Die stört das. Die werden herausgefordert. Und ich bin sehr für die Ochsentour. Ich habe sie ja selbst gemacht. Ich war Gemeinderat, war Kantonsrat, war Bezirkspräsident, Kantonsparlament. Ich war Präsident der SVP Zürich. Ich war nie schweizerischer Parteipräsident. Soweit habe ich es nie gebracht. Und wir
haben, die, wir brauchen solche, die haben Vorteile. Aber eine Partei, die so unglaublich schnell wächst, braucht natürlich, das war der Beweggrund von Toni Brunner, gesagt hat, wir brauchen auch Leute von diesem Jargon. Und das muss man halt denen auch sagen und sagen, was machst denn du? Mach doch auch etwas, dann redet man gar nicht mehr von denen. Ja, ist schon klar, mach etwas. Nur sagen, ich habe die Ochsentour gemacht, das ist dann nicht wichtig. Eh? Sondern was ist rausgekommen? Ja, bitte. Wo sind diese Leute in der Romandie? Was ist in der Romandie passiert in den letzten Jahren? Ja, also die Romandie ist ein separates Problem, weil die SVP in der Romandie sind sehr junge Parteien. Nehmen Sie Neuenburg. Neuenburg war am Anfang quasi eine Heimatpartei. Ja, ist so. Aber sie hat einen solchen Zulauf bekommen mit diesem Gedankengut der schweizerischen SVP. Und dann ist es, das gibt es halt dann auch, Unglück. Der Reimann, diese Reimann-Partei ist abgestürzt, oder? Der konnte gesundheitlich nicht und so weiter, wie man das ist. Und dann begann der Streit innerhalb der Partei. Das ist wie beim jungen Wein, nicht? Der muss gären und da jagt es auch mal den Zapfen raus. Das ist natürlich. Und die müssen einfach ihren Boden finden. Ob sie ihn finden, kann ich Ihnen nicht sagen, es ist zu hoffen. Weil diese Position der SVP im Kanton, in den welschen Gemeinden, ist noch relativ dünn. Das ist nicht ein Vorwurf. Die SVP im Kanton Zürich ist 100 Jahre alt. Die hat natürlich einen besseren Boden als eine Partei, die in den letzten 10, 20 Jahren. Sie müssen mal sehen, ich bin jetzt fast jeden Monat irgendwo in einer Kantonalpartei 20 Jahre Jubiläum. Das ist St. Gallen, die größte Partei. Hat die SVP die CVP als Mehrheitspartei rausgedrückt. In dieser kurzen Zeit, Sie müssen mal diese Bewegungen schauen, die war seit der Gründung des Bundesstaates die größte Partei. Und jetzt kommt da ein respektabler, gesunder Haufen ohne Organisationsgrad und wird mit dieser Macht, Kanton Schwyz, haben wir drei Regierungsräte, hatten wir vor 40 Jahren noch keinen, ich weiß gar nicht, ob wir ein CVP-chen hatten, doch glaube nicht. Luzern, die ganze Innerschweiz, Nidwalden, Obwalden, die haben den Boden besser gefunden, weil sie ganz klar die eher Konservativen, also es sind eigentlich die katholisch-konservativen ursprünglich, die sie aufgesogen haben und die traditionellen Freisinnigen. Man muss immer sehen, die SVP ist immer aus den bürgerlichen Parteien hervorgegangen. Die Gründer der SVP Zürich waren freisinnige Nationalräte. Also wir waren bei der Gründung des Bundesstaates bis nach dem Ersten Weltkrieg. Waren wir zusammen. Also das sind unsere, die Freisinnigen sind unsere Großeltern. Darum muss man netter sein mit ihnen, als mit Großeltern ist man ja netter als mit den politischen Gegnern. Ja, bitte. Wie sieht es aus in Tessin, Herr Blocher? Tessin, ja, in Tessin, da ist die SVP auch relativ jung, die neue. Die frühere SVP, die war absolut im traditionellen Lager, war eigentlich auch eine Einpartei, Mannpartei. Sie hatte immer einen Abgeordneten, der, ich glaube, Veitknecht hieß er, der war der Gutsverwalter des Landwirtschaftsbetriebes, dort in der Magadino-Ebene. Der war für den EWR und so weiter. Und jetzt
Sie sind dann gekommen mit der neuen Linie, aber, das muss man sehen, die Lega war schneller. Die Lega war schneller und darum ist die Lega heute stärker und die SVP arbeitet auch mit der Lega zusammen. Also die Lega verdankt diesmal diese beiden Sitze in der Regierung, auch der SVP. Und die Lega steht auch in der Hauptfrage, die wir haben. Unabhängigkeit der Schweiz voll auf unserer Seite. Es gibt dann Differenzen in anderen Sachen, aber darum sind sie auch zwei Parteien. Wie lange die Lega überlebt, weiß ich nicht. Die SVP kann natürlich länger überleben, weil sie ein schweizerisches Renommee hat. Und ich erinnere daran, dass der Star der Tessiner Regierung, der meistgewählte Regierungsrat, Herr Gobe, er ist heute auch Mitglied der Schweizerischen Volkspartei. Er ist damals beigetreten, als wir ihn als Bundesrat aufgestellt haben. Leider ist er nicht gewählt worden. Der wäre ein super Bundesrat. Ja, sind weitere Fragen? Ja? Ich weiß nicht, wie geduld Sie noch haben, aber Sie haben uns gesagt, dass Sie uns noch für Einzelinterviews zur Verfügung stehen würden. Und ich wäre froh, wenn das dann nicht aus Zeitgründen. Nein, ich mache das. Ich habe mir die Zeit reserviert. Also ab heute ist das Interviewverbot für mich nicht mehr gegeben. Ich werde das selbstverständlich tun. Ja. Aber vielleicht noch eine Anschlussfrage an Norman Bobby, der ein toller Bundesrat geworden wäre. Würden, sagen Sie damit, dass es Guy Parmelin eben nicht ist, dass in der Romandie ein Zug fährt? Nein, wir sollten beide haben. Aber sehen Sie, wenn ich jetzt die Bundesratsqualifikationen anschaue, Entschuldigung, wenn ich jetzt sehe, was die beiden, Ueli Maurer und Herr Parmelin machen, in aller Stille. Sie haben das Freihandelsabkommen mit der USA vorangetrieben. Das weiß ich nun aus allernächster Nähe, weil ich auch als Exporteur in nahem Kontakt mit dem Botschafter bin. In Stille. Ich kann nicht sagen, ob es etwas wird. Die haben auch nicht gesagt, es wird etwas. Sie haben gesagt, den ersten Schritt haben wir geschafft. Was kommt es darauf an? Aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob es etwas wird. Ich kenne die Hürden, die zu überwinden sind, weil wir hatten ja das schon mal 2006. Dann ist es gescheitert, aber aus Gründen, die man heute eigentlich überwinden könnte. Und wir können ja nicht 7 Bundesräte stellen, auch wenn wir 7 gute hätten. Gut, sind wir am Ende oder ist noch eine Frage? Ja? Warum sind es bei Problemen meistens die altgedienten Politiker, wie Herr Bortoluzzi, der dann wieder ran muss? Sind die neuen zu wenig standfest? Nein, jede Person hat die Vor- und Nachteile. Die Führung, die wir zusammengestellt haben, das ist natürlich genau. Aber ich sage Ihnen, wie wir vorgegangen sind. Wir haben eine ganze Reihe möglicher Kandidaten gesprochen. Sind sie bereit, die Zeit aufzubringen und nicht auf die Liste zu gehen? Und dann konnten wir auswählen. Dann haben wir gesagt, dieser junge Präsident hat die Zeit, er muss ab der Liste, er war nämlich auf der Liste, und ist bereit, das zu tun. Er hat einen Nachteil, er ist jung. Was ist der Vorteil der Jungen? Tatkräftig, Zeit, Energie sind schneller als wir Alten. Aber es fehlt ihnen die Erfahrung. Als ich als Junger diese Weltfirma, die also am Boden lag, übernehmen musste, war das Erste, um mich herum alte Leute zu platzieren, welche die Lebenserfahrung haben. Als ich dann alt war, war es das erste Junge, um mich herum zu platzieren, weil ich nicht diese Kraft der Jungen hatte. Und das haben wir gemacht. Wenn Sie jetzt die
den leitenden Ausschuss ansehen, aber einen jungen Präsidenten, mit 31 ist er noch sehr jung, oder? Hat in parteipolitischer Beziehung deshalb weniger Erfahrung. Wir haben einen alten in den 70er, Toni Bortoluzzi, mit großer Erfahrung in der Partei und Gewerbler. Er war Gewerbeverbandspräsident. Dann vom Pflughaupt, Bäuerin, den bäuerlichen Flügel, sie ist in den 50ern. Wir haben den Rolando Wies, der ist in den 60ern. Und wir haben den Fraktionspräsident, der ist in den 40ern. Altersmäßig sind die in den verschiedenen Altern und haben verschiedene Erfahrungsschätze und finden, die verschiedenen Berufe werden gedeckt. Mussten wir noch die Regionen suchen. Wir haben abgedeckt mit Toni Bortoluzzi das Säuliamt, nicht wahr? Dann haben wir die Bäuerin aus dem Oberland, mit Rolando Wies, der große Kämpfer aus den Agglomerationsgemeinden Dübendorf, immer Wahlkampf geführt dort. Dann aus der Stadt Zürich der Sekretär, Herr Liebi, aus der Region Winterthur, Herr Hübscher, der Fraktionspräsident. Was wollen Sie noch mehr in der Zusammensetzung haben? Und jetzt muss dann wieder ein Alter an die Kandare, ja, aber um sein Alter auch um seine Erfahrung einzubringen, ist denn das verwerflich? Ich kann Ihnen sagen, ich kenne ganz gut Asien im Geschäftsleben. In Asien, China, Taiwan, auch Japan, sind die führenden Leute alles alte Männer, sind dort noch Männer. Die meisten über 70. Weil dort die Erfahrung zählt mehr. Ich habe schöne Geschichten aus meinem Leben. Ich habe ein Joint Venture gemacht mit einer großen japanischen Firma. Als ich neu die Firma übernommen hatte, also gut 40, dann kam ich an die Inaugurationsfeier und dort stand der oberste Chef der japanischen Firma. Ein über 80-jähriger Mann. Dann hat er gesagt, haben wir dann die Übersetzer berichtet, hat er gesagt, aber dieser junge Bursche, das ist doch nicht der Eigentümer der Firma, das ist doch nicht der oberste Chef. Ja, das ist er. Er hat mit mir nicht gesprochen, hat mich immer auf die Seite, so verächtlich auf die Seite geschoben. Das ist eine andere Auffassung über Jugend und Alt. Später hat er dann schon mit mir gesprochen, aber es braucht ziemlich viel. Sie sehen, Alter, jung oder alt, hat doch immer Vor- und Nachteile im Leben. Man muss doch nicht immer sagen, jetzt kommt ein Alter wieder. Dieser Jugendkult, ja, nur Junge. Na gut, manchmal braucht es halt nur Junge. Ja. Wissen Sie mehr als ich? Ich sehe es immer erst bei der Steuererklärung. Also erstens müssen Sie sehen, unsere Familie hat nicht Geld, sondern Vermögen. Da ist nicht das Gleiche, weil die Unternehmen so viel wert sind. Und das wäre wirklich ein Leichtsinn, müsste ein Teil des Unternehmens verkaufen, 100 Millionen zu geben. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich Franzose wäre. Aber derjenige hat es also nicht heimlich getan. Und er hat auch gleich angehängt, welche Firmen ihm gehören. Das sind Produkte, die eine Rolle spielen auf dem breiten Markt. Wir haben keine solchen Produkte. Gut. Übrigens, nur um Ihnen zu sagen, dank uns ist dann das Kloster Rheinau wunderbar restauriert. Das ist dann auch ein ganz großartiges Bauwerk.
ist fast so alt wie die Notre Dame. Etwa 1000 Jahre. Ja. Sind wir am Ende? Gut, dann darf ich diese Medienkonferenz schließen. Ich danke Ihnen und der Versuch, Rede und Antwort zu stehen, ist jetzt, meine ich, auch für die Journalisten befriedigend verlaufen. Danke.